Warum sollte ich das Doppelte oder Dreifache beim Friseur oder Barbier zahlen, wenn es auch günstiger geht? Genau diese Frage stellt man sich, wenn man die Wahl hat zwischen einem günstigen oder einem etwas höherpreisigen Friseur oder Barbier. Viele Männer sagen zwar, ach ganz egal, Haare schneiden ist Haare schneiden, Hauptsache die Haare sind wieder ab. Ha, Leute, da gibt's kleine, aber feine Unterschiede. Ob ihr in einem Porsche zur Arbeit fahrt oder in einem Fiat Punto, ihr kommt natürlich auch von A nach B, aber es ist definitiv ein Unterschied. Ich persönlich war schon bei diversen Barbieren und Friseuren, die sowohl sehr günstig waren, als auch sehr teuer waren und ich liste euch heute einfach mal die aus meiner Sicht größten Unterschiede auf, wenn es heißt günstig versus teuer beim Friseur bzw. Barbershop. Der erste Unterschied liegt meistens in der Ausbildung. Günstige Barbiere sind meistens in Anführungsstrichen nur selbsternannte Barbiere und haben keine Ausbildung in diesem Bereich genossen, sondern haben sich das meiste eigentlich nur selbst beigebracht. Bei höherpreisigen Shops ist es meistens der Fall, dass man ausgebildete Meister hat, die ihr Fach beherrschen und dementsprechend auch eine entsprechende Ausbildung hatten. Unterschied Nummer 2 ist die Expertise. Das ist bei den sogenannten selbsternannten Barbieren natürlich eher weniger der Fall und logischerweise haben ausgebildete Meisterbarbiere und Friseure mehr Expertise, da sie über einen bestimmten Zeitraum eine Leistung erbringen müssen und im Anschluss natürlich auch geprüft werden. Ja, dass es preisliche Unterschiede gibt, brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Die günstigen Barbiere bzw. Friseure liegen meist so zwischen 15 und 20 Euro und die höherpreisigen Barbiere liegen meist zwischen 40 und 80 Euro und ich denke mal, nach oben gibt es wie immer keine Grenzen. Machen wir weiter in puncto Leistung. Bei günstigen Shops ist es meistens so, dass sie einfach nur Cut and Go anbieten. Heißt, du kannst einfach reinwalken, du kriegst deinen Haarschnitt und kannst direkt wieder rausgehen. Geht meistens auch relativ schnell. Bei höherpreisigen Shops ist es meistens so, dass noch Zusatzleistungen angeboten werden zu dem Haarschnitt, wie zum Beispiel auch eine Gesichtsmaske oder vielleicht auch eine Kopfmassage. Heißt, meistens ist es dort so, dass es dort auch noch weitere Leistungen zu buchen gibt oder tatsächlich auch schon im Preis inkludiert sind. Der fünfte Unterschied ist der Termin. Bei günstigen Barbershops ist es meistens so, ich habe es gerade schon erwähnt, kannst du einfach reinlaufen ohne Termin, wartest vielleicht ein paar Minuten und bist dann durch. Bei höherpreisigen Barbershops ist es meistens so, dass du entweder einen Termin haben musst, ja, und dass die ausschließlich nur mit Termin arbeiten oder wenn du vielleicht gut befreundet bist mit dem Barbier, dass du auch mal zwischengeschoben wirst, aber meistens brauchst du dort einen Termin. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Und zwar beim Punkto Zeit. Bei günstigen Barbershops habt ihr vielleicht selber schon mal gemerkt, da muss alles schnell, schnell gehen, weil dort auf Masse gearbeitet wird. Umso viele Kunden abgefertigt werden, umso besser. Bei höherpreisigen Barbershops und Friseuren ist das Prinzip nicht der Fall. Dort wird sich ausgiebig Zeit genommen. Man hat einfach wesentlich mehr Zeit für seinen Kunden. Es geht nicht auf Masse, sondern dort herrscht ein anderes Prinzip. Kommen wir zum Punkto Präzision. Bei günstigen Barbershops ist es meiner Erfahrung nach so, dass nicht ganz so häufig sehr präzise gearbeitet wird. Klar, kommt natürlich auch aus dem Grund, weil hier nach diesem Prinzip Masse gearbeitet wird. Es muss schnell, schnell gehen. Der nächste Kunde sitzt schon auf der Bank und wartet und man hat halt einen gewissen Druck. Bei höherpreisigen Barbershops, da kann man einfach länger arbeiten, in Ruhe arbeiten. Man hat nicht diesen Druck, dass der nächste Kunde schon da sitzt und wartet und dementsprechend kann logischerweise auch etwas präziser gearbeitet werden. Was mir immer wieder direkt auffällt, sind die Produkte, die im Barbershop verwendet werden. Bei dem günstigen Barbershop um die Ecke werden meistens Drogerieprodukte oder ich würde mal sagen, ja, günstige Massenprodukte verwendet. Bei höherpreisigen Shops sieht das anders aus. Dort werden auf jeden Fall qualitativ hochwertige Produkte verwendet und meistens auch ausschließlich Markenprodukte oder sogar auch spezielle Barberprodukte. Gleiches gilt natürlich auch für das Handwerkszeug. Dort gibt es auch große Unterschiede. Klar, als Autonormalverbraucher sieht man nicht direkt die Unterschiede, aber wenn man so ein kleines Gespür dafür entwickelt hat, sieht man schon, okay, was ein wertiger Trimmer oder Clipper ist und was eher nicht. Und vor allen Dingen achtet drauf, sind die Gerätschaften vernünftig gepflegt, vernünftig gewartet oder sieht das eher ein bisschen unordentlich aus. Und Punkt Nummer 10, der für mich wohl wichtigste Grund oder Unterschied überhaupt zwischen einem günstigen und einem teuren Barbier, und zwar das Gefühl. A, zum einen das Gefühl von Ästhetik. Die meisten Barbiere, die relativ günstig sind, haben weniger Gefühl für Ästhetik. Aber viel wichtiger ist das Gefühl, wenn du auf dem Barberstuhl drauf sitzt. Wenn alles schnell, schnell gehen muss und unter Druck passiert, hast du einfach nicht diese Wohlfühlatmosphäre. Und das sieht bei einem höherpreisigen Barbershop wesentlich anders aus.
Und genau dieses Gefühl, dieses Wohlfühlgefühl bekommst du halt bei einem höherpreisigen Barbershop oder Friseur, weil sich dort ausreichend Zeit genommen wird. Man kümmert sich wirklich ausführlich um deine Haare und um deinen Bart und da ist einfach diese Wohlfühlatmosphäre vorhanden, weil einfach nicht alles unbedingt schnell und ratzfatz unter Druck passieren muss. Ich tue mich grundsätzlich immer ein bisschen schwer mit Pauschalaussagen, aber das ist zumindest das, was mir über die Jahre aufgefallen ist, was die größten Unterschiede sind zwischen einem günstigen und einem teuren Barbier bzw. Friseur. Was sagt ihr eigentlich dazu? Geht ihr zum günstigen Friseur oder zum etwas teuren Friseur? Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Wie viel Geld lasst ihr denn so bei einem Friseurbesuch liegen? Da bin ich wirklich gespannt, was ihr schreiben werdet. Und Leute, denkt dran, es gibt kein richtig und kein falsch. Das soll auch nicht despektierlich sein gegenüber günstigen Barbershops, sondern es sind einfach die Unterschiede, die mir über die Jahre halt aufgefallen sind. Und wenn ihr mich persönlich fragt, ich würde immer bevorzugen, zu einem Meister zu gehen, einem Meister seines Fachs, der wirklich das Ganze beherrscht, weil da die Wahrscheinlichkeit, enttäuscht zu werden, wesentlich geringer ist als bei einem günstigen Barbershop. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Und wenn ich mal wirklich unter Zeitdruck bin, kann es auch mal sein, dass ich zum günstigen Barbershop um die Ecke gehe. Also Leute, am Ende des Tages solltet ihr euch auf jeden Fall wohlfühlen beim Barbershop und am Ende des Friseurbesuchs sollte die Frisur sitzen.